liebe Abschlussschülerinnen und Abschlussschüler der Werkrealschule, der Realschule und des Gymnasiums, wir Bürgermeister gratulieren euch alle ganz herzlich. Zu meiner Rechten Ralf Genziert aus Hirschberg. Zu meiner Linken David Faulhaber aus Dossenheim. Herzlichen Glückwunsch. Und Herr Oehldorf aus Wilhelmsfeld. Wir freuen uns. Eine besondere Zeit liegt hinter uns und hinter euch. Ihr habt euren Abschluss unter Corona-Vorzeichen gemacht. Mein großer Respekt und meine große Anerkennung für eure Leistung. Ja, dem kann ich mich nur anschließen. Es ist wirklich eine große Herausforderung für alle gewesen, aber nicht nur für euch selbst, sondern ich denke auch für eure Lehrer und natürlich auch für die Eltern, die euch begleitet haben. Ich bin vor 35 Jahren aus dieser Schule raus und ich kann mir gut vorstellen, mit welcher Wehmut ihr geht, aber auch mit welchem Verdruss vielleicht, weil ihr nicht so feiern könnt, wie ihr euch das vorstellt. Deswegen soll diese Videobotschaft zumindest ein kleiner Ausgleich sein. Auch aus Dossenheim, herzliche Glückwünsche, freut uns sehr. Ich möchte mich den Kollegen anschließen, es ist immer schwierig, je später man dann die Worte findet. Ganz, ganz speziell auch an Eltern, Großeltern, Verwandte, herzlichen Glückwunsch. Als dreifacher Familienvater weiß ich, wie man da mitfiebert und mitzittert. Von daher alles, alles Gute. Ja, auch aus Wilhelmsfeld, der Kollege hat es gesagt, am Ende wird es immer schwer. Die besten Grüße und Glückwünsche. Ich möchte den Blick in die Zukunft richten. Für all das, was ihr noch vorhabt, wünsche ich euch all das Beste. Wir freuen uns auf euch so rum und wir sind schon gespannt, was aus euch wird. Und vielleicht sehen wir den einen oder anderen auch ganz aktiv in unseren Heimatgemeinden. Das würde uns besonders stolz machen, wenn wir euch da bald begrüßen dürfen. Auch wir Schriesheimer Weinheiten wünschen allen Absolventen viel Glück für die Zukunft. Wir gratulieren euch auch recht herzlich zu eurem Abschluss oder Abitur. Und wir hoffen natürlich auch, dass ihr irgendwie das Gebühren feiern könnt, auch wenn es vielleicht im kleineren Rahmen ist. Sehr zum Wohl auf euch! Hallo, ich möchte euch ganz, ganz herzlich grüßen und mich von euch verabschieden. Ich glaube, ich hatte mit keinem Jahrgang der 10. Klassen und 9. Klassen so viel Kontakt, Corona-bedingt, wie ihr wisst. Ich war ja sozusagen eure Portierin, wie auch immer. Und habe mich sehr gefreut, euch alle so nah und freundlich und fröhlich immer zu sehen. Ich wünsche euch, dass ihr die Freude behaltet. Viel, viel Glück und Erfolg auf eurem weiteren Lebensweg in den Schulen, im Betrieb. Es grüßt euch herzlich für alle der Kurpfalz-Realschule Petra Kahrs, eure Schulleiterin. Realschule. I am very amused and we are very amused. You did your exam so well and we wanted to say hi and all the best from Great Britain. And of course, cheerio! Cheerio! We wish you a joyful party. Enjoy every minute and all the best on your lives. Mwah! Mwah! So Leute, ich habe extra ein bisschen Deutsch gelernt für dieses Video und ich wollte euch von die Herzen gratulieren zu eurem Abschluss 2020 und ich bin sehr stolz auf euch, wie gut ihr eure Prüfung gemacht habt und ich wünsche euch all the best und habt Spaß jetzt und genießt die Zeit, okay? Und immer habt ein bisschen Kaffee. Ciao! Hi guys! Just making a quick coffee. Don't you want to meet me at the balcony afterwards?
Liebe Werkrealschüler, Realschüler und Abiturienten des Abschlussjahrgangs 2020, die Eltern aller Schulen wünschen euch alles, alles Gute für eure Zukunft. Ihr habt ja ein sehr flexibles Schuljahr hinter euch und habt das wirklich gut gemeistert. Vielen Dank dafür, dass ihr so viel Geduld hattet mit der Schule, Eltern, die sicherlich auch auf die Probe gestellt wurden in diesem Jahr. Feiert noch ein bisschen im privaten Rahmen, lasst es euch gut gehen und wir hoffen, dass eure Zukunft das bringt, was ihr euch wünscht, wenn auch momentan mit Einschränkungen. Ich möchte schließen mit einem Zitat von Mahatma Gandhi. Die Zukunft hängt davon ab, was ihr heute tut. Alles Gute! Ich wünsche der Abschlussklasse der Kurpfalz-Realschule in Schriesheim alles Gute zu ihrem Abschluss. Ich wünsche euch viel Erfolg für eure weitere Zukunft. Und ja, macht das Beste draus. Guten Tag, guys. This is Hans Dieter from Mexico. Guys, congratulations on reaching your final exams. And I'm sure that you guys are going to graduate just fine from Kurpfalz-Realschule. I'm still learning German. Guys, you see, we are living in a complex situation with all this coronavirus stuff, but look, even though the global situation is a little complex, don't let it shatter your dreams, guys. You have to understand that you guys are the future of the world. You guys are going to make the world a better place in the next 5-10 years. So keep studying, keep traveling, keep meeting new people. Meet people around the world, learn from your teachers, learn from Miss Tanya. And overall, I mean, don't ever forget that you guys, your destiny is on your hands. So you decide what you guys want to do. Forget about the virus, forget about what's going on. Everything is mental, it's all 100% attitude, okay? So you guys have to understand that you must be proud of yourselves reaching this place. I mean, whenever all this is over, you guys are more than welcome to come visit me here in Mexico. We can have some tacos, we can have some tequilas, because ich bin Buse. And I would be amazed to meet you guys. So congratulations again for this huge step. You guys are going to be great people. You guys are going to be the future of the world. And please give a big hug to Miss Tanya for me. She's a cool teacher. And again, congratulations for this huge step. And cool! Party on like rock stars, guys! Yeah! Hello, Annie. Hello to everyone from New Zealand. We know that school has been very different for you this year, and you haven't been able to celebrate together as you would like. So we have decided to send you a little video to tell you how proud we are of you all, and to wish you all the best for the future. Congratulations! Hello, this is Sweden calling. Congratulations on passing the game tutorial. Now press play for another 10 years of joy and excitement. Congratulations to your graduation. Well done, and you can be really proud of you. So even if you cannot have a big celebration due to Corona, we hope that you can have a celebration with your near and dear ones and have the big celebration later on. Say hello to our close friend Katarina Schaman, and we say hi from Sweden. A lot of greetings. Bye. Bye. Hallo und herzlichen Glückwunsch, liebe Schülerinnen und Schüler, die ihr den Schulabschluss hinter euch habt. Es ist geschafft. Höhen und Tiefen des Schulalltags liegen hinter euch. Das Warten auf die Abschlussnoten auch. Etwas Neues kann beginnen. Aber irgendwas fehlt doch. Das, was alle Jahrgänge vor euch hatten und an das selbst ich mich noch gut und gern erinnere. Die feierliche Übergabe des letzten Schulzeugnisses, die Partys, vielleicht auch ein Abschlussball. Alles die Gelegenheiten, wo man sich noch mal richtig gemeinsam freuen, wo der Stress der letzten Monate abfallen kann, wo man Wertschätzung erfährt für das, was man geleistet hat. Congratulations to the class of 2020. Some of you have graduated already.
Some of you still have finals. All of you should be very proud. Graduation is a big achievement under any circumstances. Hallo und Ufbas an alle Schulabgängerinnen und alle Schulabgänger. Hey, erstmal Gratulation, ihr habt es geschafft, in diesem schlimmsten Jahr euren Schulabschluss zu machen. Das Problem ist, ihr könnt nicht so richtig feiern. Aber hey, es gibt so viele Momente, wo ihr das nachholen könnt. Und ihr könnt immer sagen, ihr habt im schwierigsten Jahr den Schulabschluss gemacht. Ich meine, ich hatte auch, ihr denkt es vielleicht nicht, aber ich habe auch Schulabschluss, ne? Ich habe Abitur, habe es aber abgewählt. Aber ich konnte wenigstens feiern. Aber ich kann euch versprechen, falls ihr irgendwann zu mir in die Show kommt und es passt irgendwie, dann sage ich euch auch mal ganz persönlich Hallo. Okay, Uf Bosse, der Türk gratuliert. Alles Gute und bleibt gesund. Und Schüler, herzlichen Glückwunsch zu eurem Abschluss. Ich bin wirklich beeindruckt, dass ihr das geschafft habt in diesen krassen Corona-Zeiten. Das waren ja wirklich sauschwierige Bedingungen. Und umso herzlicher Glückwunsch zu dem, was ihr jetzt geleistet habt. Und ich wünsche euch alles, alles Gute auf dem nächsten Schritt in eurem Leben. Geht raus, schaut euch die Welt an, guckt genau, worauf ihr Lust habt, was zu euch passt. Probiert auch mal ein paar Sachen aus und findet das, woran ihr arbeiten wollt, wofür ihr arbeiten wollt. Und jetzt werden es bestimmt auch noch schwierige Corona-Zeiten für euch. Das ist ja noch nicht vorbei. Ihr habt es einfach nicht leicht, aber ich bin mir sicher, ihr schafft das. Wir werden alles tun, damit es für euch möglich wird. Und ich danke euch ganz herzlich für eure Disziplin, für eure Unterstützung, dafür, dass wir in den letzten Wochen und Monaten doch insgesamt ganz gut bis jetzt durch diese Krise gekommen sind. Herzlichen Dank, herzlichen Glückwunsch und viel Erfolg für die nächsten Schritte. Liebe Schülerinnen und Schüler in Schriesheim, ein denkwürdiges Schuljahr, zugleich euer letztes, geht zu Ende. Ich glaube, das werdet ihr für immer und ewig in Erinnerung halten, weil ihr konntet euch sicher nicht vorstellen, dass ihr unter diesen Bedingungen eure Prüfungen ablegt. Aber ihr habt es trotzdem mit Bravour geschafft. Und jetzt liegt vor euch, wie man so schön sagt, das ganze pralle Leben. Ihr habt viele Entscheidungsmöglichkeiten und Freiheiten. Ich drücke euch die Daumen, dass ihr jeweils für euch die richtige Entscheidung wählt, aber jetzt lasst ihr es erstmal ein bisschen krachen, natürlich mit Abstand und mit Hygienekonzept, aber trotzdem. Und dann wünsche ich euch für euer weiteres Leben alles, alles Gute. Ciao! Ja, hallo liebe Schülerinnen und Schüler, beziehungsweise ja jetzt Ex-Schülerinnen und Ex-Schüler. Herzlichen Glückwunsch zu eurem Schulabschluss in diesem ganz speziellen Jahr und Respekt, dass ihr das unter diesen Umständen so durchgezogen habt und auch wenn vielleicht die eine oder andere Feierlichkeit nicht ganz so stattfinden kann, wie ihr euch das wünscht. Ich feiere euch hier aus Madrid definitiv. Ich habe damals mit 16 meine mittlere Reife noch in Rostock gemacht. Dann bin ich nach München gegangen, eigentlich schon wegen dem Fußball. Wollte aber nebenher schon noch das Fachabi machen und habe das auch begonnen. Allerdings nach 2 bis 3 Monaten durfte ich dann schon bei den Profis mit trainieren und die haben, was für ein Pech, immer vormittags trainiert. Von daher war dann die Schule relativ schnell Geschichte. Ich konnte damit allerdings relativ gut leben. Ja, ich wünsche euch jetzt natürlich in Zukunft viel Glück in eurem Berufsleben. Macht was draus und alles Gute und ganz liebe Grüße aus Madrid. Ja, wir sind gerade hier in Schriesheim zusammen mit der Weinkönigin und den Prinzessinnen an unseren Weinhoheiten hier. Und wir wollen einfach gemeinsam Ihnen allen, den Absolventinnen und Absolventen, gratulieren zu Ihrem Abschluss, den Sie jetzt gemacht haben. Das ist ein tolles Ereignis in Ihrem Leben. Ein neuer Lebensabschnitt beginnt. Und wir wünschen Ihnen gemeinsam alles, alles Gute für Ihren künftigen Lebensweg. Das war jetzt eine schwierige Zeit, das wissen wir. Aber ich glaube, dass Sie jetzt unter dem Schwung dieses Ereignisses, dieser Prüfung, den Blick nach vorne richten können auf ein hoffentlich glückliches und erfolgreiches Leben. Und dafür wünschen wir Ihnen gemeinsam alles, alles Gute. Liebe Schülerinnen und Schüler der Abschlussjahrgänge 2020, ich gratuliere euch ganz herzlich zu den bestandenen Prüfungen und eurem Abschlusszeugnis, das euch in einem würdigen Rahmen überreicht wird. Ihr könnt stolz sein, dass ihr nun einen großen, wichtigen Schritt auf eurem weiteren Lebensweg vorangekommen seid. Es liegen anstrengende, aber sicherlich auch lehrreiche und bereichernde Jahre Schulzeit hinter euch. Aber eure Prüfungen fielen in eine Zeit,
die wir so noch nicht erlebt haben. Euren Lehrerinnen und Lehrern, aber besonders euch und euren Eltern, wurde in den vergangenen Monaten sehr viel abverlangt. Ihr habt das sehr gut gemeistert. Bravo! Auch die Feiern finden unter ganz anderen Bedingungen statt, wie ihr es von den vorherigen Jahrgängen kennt. Ich wünsche euch, dass ihr den Schulabschluss und die damit verbundene Anstrengung im Kreis eurer Schulkameraden und Freunde erleichtert und fröhlich feiern werdet. Alles Gute! Hallo, mein Name ist Andreas Hofmann, Vize-Obermeister und amtierender Deutscher Meister im Speerwurf. Ich gratuliere allen Absolventen, die dieses Jahr ihren Schulabschluss gemacht haben, recht herzlich. Auch wenn es mit der Corona-Zeit wahrscheinlich etwas schwierig war mit der Vorbereitung auf die Abschlussklausuren. Nichtsdestotrotz, alles Gute für euch, für eure Zukunft. Macht's gut, euer Andi. Herzlichen Glückwunsch zu eurem Schulabschluss. Obwohl in der Vergangenheit hat Glück weniger eine Rolle gespielt als Können. Ihr musstet viel lernen und habt jetzt euren Schulabschluss verdient. Ich wünsche euch eine gute Entscheidung für die Zukunft, auf einem neuen Bildungsweg vielleicht oder aber auch bei der Wahl vieler Berufe. Es gibt ja in Deutschland über 300 Berufe, die man aussuchen kann. Ich wünsche euch die richtige Orientierung und alles Gute und für die Zukunft auch Glück. Herzlichen Glückwunsch allen Absolventinnen und Absolventen zu ihrer bestandenen Prüfung, auch unter diesen schwierigen Bedingungen. Das war eine besondere Leistung, das muss man sehen. Das, was da in der Diskussion war, die Prüfungen ausfallen zu lassen, das wäre sicher nicht gut gewesen für euch und für die Zukunft, um die Bewertung eurer Abschlussprüfungen hier vergleichbar zu machen mit allen anderen Prüfungen. Ihr steht im Wettbewerb, habt die Prüfung bestanden. Prima, nochmals herzlichen Glückwunsch von meiner Seite. Hallo liebe Schulabgänger, mein Name ist Joko Winterscheid. Ich bin einer von denen, der auch einen Schulabschluss hat. Das hat bei mir ein bisschen länger gedauert. Das war nicht der erste Anlauf, es war der zweite. Ich habe die Schule immer sehr geliebt, vor allem aber, weil man immer mit den Leuten rumgegangen hat, die man immer sehr gerne um sich herum hatte. Das ist jetzt für euch leider vorbei, weil ihr habt einen Schulabschluss und ihr habt nicht mal die Gelegenheit, jetzt mit all diesen Menschen, mit denen ihr so viel Zeit verbracht habt, diesen einen Moment jetzt zu zelebrieren. Ich bin mir aber ziemlich sicher, es wird eine Gelegenheit geben, wo ihr das nachholen könnt. Ich an dieser Stelle möchte euch einfach nur alle beglückwünschen, denn dass ihr die Schule schon mal zu Ende gebracht habt, ist eine Leistung, besonders in einem Jahr wie diesem. Und lasst uns jetzt gar nicht darüber reden, wie beschissen es bis hier alles gewesen ist und wie widrig die Umstände für euch wahrscheinlich gewesen sind, egal in welcher Form euer Abschluss da jetzt stattgefunden hat, sondern ich würde gerne mit euch gemeinsam in die Zukunft gucken, denn eine Sache ist, glaube ich, wahnsinnig wichtig. Ich habe mir nach der Schule selber viel Stress gemacht. Ich hatte dann immer so gedacht, so ich muss jetzt. Ich hatte so ganz klare Ziele und ganz klare Vorstellungen, die aber total von außen an mich herangetragen worden sind. Also eigentlich waren da so viele andere Menschen, die wussten, was für mich gut war. Und das ist das eine, was ich euch mitgeben möchte. Nicht nur, dass ihr in wahrscheinlich dem besondersten Jahr des Jahrtausends wahrscheinlich einen Schulabschluss gemacht habt, sondern ihr habt jetzt die Möglichkeit, euer Leben zu gestalten. Und es ist euer Leben. Keiner kann euch da reinquatschen. Hört euch gerne an, was andere für Meinungen haben. Macht euch ein eigenes Bild davon. Und das Allerwichtigste ist wirklich, probiert Dinge aus. Also es gibt nicht diesen einen Weg. Es gibt nicht, und ich glaube, da bin ich ein ganz gutes Beispiel für, ich habe eine Ausbildung angefangen als Werbekaufmann, die habe ich abgebrochen. Dann habe ich in einem Callcenter gearbeitet. Da sollte ich den Lottoschein am Telefon verkaufen. Dann habe ich dort 3 Strafen bekommen wegen Finanzbetrugs. Dann wollte ich Pilot werden. Hat auch nicht geklappt. Am Ende habe ich dann irgendwann Klaas kennengelernt und die Geschichte ist erzählt. Also, Ladies and Gentlemen. Und da bin ich. Da ist er. Ladies and Gentlemen, habt einfach die beste Zeit eures Lebens. Genießt es. Und ich glaube, in Zeiten wie diesen ist nichts wichtiger als nutzt die Zeit für das, was ihr wollt. Schaut euch um. Es gibt ganz viele Möglichkeiten, sich schlau zu machen. Die gab es früher nicht. Ich bin in einem kleinen Dorf groß geworden. Der Horizont ging original bis zu der Grenze dieses Dorfes. Der Horizont ist jetzt die ganze Welt. Nutzt den. Also, bleibt gesund. Bis ganz bald. Glückwunsch. Das war ein besonderes Jahr. Das Jahr ist auch noch nicht vorbei. Es hält wahrscheinlich noch ein paar Überraschungen bereit. Ein paar Dinge laufen anders, als das in den Jahren davor und hoffentlich auch in den Jahren danach der Fall sein wird. Zum Beispiel die ganzen Feierlichkeiten rund um den Schulabschluss. Da gibt es ja eigentlich traditionell immer große Partys, viele Veranstaltungen, in denen man dann auch wirklich merkt, dass die Schule vorbei ist. Man ist ja lang genug jetzt hingegangen, ihr seid lang genug zur Schule gegangen, als dass ihr es euch eigentlich verdient habt, jetzt mal in einem feierlichen Rahmen aus der Schule ins Leben, was auch immer das ist, entlassen werdet und dann auch von allen Seiten Glückwünsche erhaltet. Wenn man wegen Corona aber jetzt nicht so zusammenkommen kann und bestimmte Veranstaltungen ausfallen und die Schulen, ganz speziell natürlich die Abschlussjahrgänge, auch eine Menge anderer Probleme hatten, als sich zu überlegen, was passiert denn, wenn die Abschlüsse jetzt mal da sind.
weil das war ja das vornehmliche Ziel, dass alles gut klappt und ihr habt es ja geschafft unter besonderen Bedingungen, dann fällt natürlich vielleicht hintenrum genau das raus. Also, um das zu nicht ersetzen, aber zumindest zu würdigen, gibt es jetzt nicht nur von mir, sondern von ganz vielen Leuten ernst gemeinte Glückwünsche. Und in der Hoffnung, dass man Partys nicht ausfallen lässt, sondern einfach nur verschiebt, möchten wir euch trotzdem jetzt alle gemeinsam alles Gute sagen. Und ich habe es nicht ganz geschafft bis zum Abitur. Ihr seht an mir, was draus wird. Also jeder, der das Abitur in der Tasche hat, weiß, er muss jetzt hier nicht das hier machen. Jeder, der aber sagt, mein Abschluss ist ein anderer. Ich habe zum Beispiel einen Realschulabschluss. Auch da kann eine ganze Menge passieren. Ich glaube, es kommt sehr darauf an, wie man jetzt mit der Situation für sich umgeht, wie gut man sich kennt, auf was man Lust hat. Mit jedem Abschluss, den man in der Tasche hat, kann man eine Menge toller Sachen machen im Leben. Wenn ich zurückblicke auf meinen eigenen Abschluss, war das auf der einen Seite natürlich befreiend und das ist ein Gefühl, was man auch haben darf. Und auf der anderen Seite hatte ich aber auch irgendwie eine ziemliche Hektik in mir. Und wenn ich euch eine Sache neben all den Glückwünschen mitgeben darf, dann lasst euch jetzt nicht stressen. Das heißt nicht, dass ihr jetzt 2 Jahre zu Hause sitzen solltet und überhaupt nichts mehr macht und sagt, ich habe einen Abschluss, mir doch egal, das Leben wird schon irgendwie an mir stattfinden. So ist es nicht. Man muss aktiv bleiben. Aber es ist jetzt nicht so super wichtig, dass man mit vielleicht auch 16, ich war 16 bei meinem Abschluss, jetzt sofort weiß, was man im Leben will, dass erwartet manchmal so ein bisschen das Umfeld von einem, aber ehrlicherweise kann man diese Frage gar nicht beantworten. Das heißt, macht doch was, was euch Spaß macht und das nützlich ist. Wenn das eine Ausbildung ist, ist gut. Wenn das Studieren ist, ist gut. Wenn das was anderes ist, ist es auch gut. Nutzt die Zeit, denn die kommt nie wieder. Macht was Schönes, was für euch gut ist, aber vielleicht auch für andere. Den Zivildienst gibt es nicht mehr, aber es gibt viele andere Möglichkeiten, sich für andere Leute zu engagieren. Auch das macht Spaß. In der Zeit hat man was Sinnvolles geleistet und trotzdem ein bisschen Zeit, sich selber kennenzulernen, um dann vielleicht sich noch um das eigene Leben zu kümmern. Also von einem 16-Jährigen wird nicht erwartet, dass er jetzt schon weiß, dass er demnächst mal Staatsanwalt wird. Man kann also ein wenig sich selber Zeit lassen und in dieser Zeit kann man was für andere machen. Das ist mein Tipp. Euch alles Gute. Ich hoffe, eure Partys werden so wild, wie sie euch seit 10 Jahren vorgestellt habt, nur zeitversetzt ein bisschen später. Alles, alles Gute zum Abschluss 2020 von mir, eurem Klaus. Hier ist Uwe Gensheimer, Kapitän der Handballnationalmannschaft. Ich grüße euch alle da draußen, alle Absolventen, die dieses Jahr ihren Abschluss gemacht haben. Ich kann mir vorstellen, dass es in dieser Zeit, in dieser Corona-Phase nicht ganz einfach war, sich vorzubereiten. Aber ich gratuliere euch natürlich alle, dass ihr es trotzdem geschafft habt. Und feiert ein bisschen, aber jetzt beginnt der Ernst des Lebens. Ciao, grüße euer Uwe. Leute. Mein Name ist Paulina Roginski und ich wünsche euch von Herzen alles Gute zum Abschluss 2020. Es ist unglaublich, aber ihr habt es geschafft. Unter nicht so normalen Umständen habt ihr es geschafft, euren Abschluss zu machen. Und deswegen an dieser Stelle, yes, wenn ihr das schon geschafft habt, dann werdet ihr noch viel mehr schaffen. Ich kann mich erinnern, als ich damals den Abschluss gemacht habe, dass ich danach erstmal gar nicht wusste, was ich machen soll. Und es war so ein ganz komischer Schwebezustand zwischen, wow, ich habe es endlich geschafft. So mein ganzes Leben lang bin ich zur Schule gegangen und habe auf diesen Abschluss hin gearbeitet. Und dann war es soweit. Und dann war man erstmal so, was fange ich mit mir an? Ich habe den Sommer genossen in Berlin. Das war toll. Und ich hoffe, dass das Wetter jetzt noch mitspielt. Also an dieser Stelle, hört auf eure innere Stimme, weil die wird euch den richtigen Weg sagen. Und ganz viel Erfolg für die Zukunft. Ciao! Hallo, ich bin Laura Gommel, ich bin Slam-Poetin und trete heute Abend im wunderschönen Schriesheim auf der Schwanenburg auf. Und ich habe gehört, wie doof das bei euch alles läuft mit dem Abschluss und dass ihr nicht feiern könnt und dass das alles sehr unfeierlich abgeht. Und ich wünsche euch einfach, dass ihr das alles nachholen könnt, wenn diese Zeit vorbei ist und dass ich sehr stark an euch denke. Und ich bin mir sehr sicher, dass ihr auch so euch viele schöne kleine Momente habt. Hallo, ich bin meine Abschlusshasen. Herzlichen Glückwunsch, ihr habt's geschafft. Die Schule ist vorbei und jetzt geht's in die freie Wildbahn. Seid mutig, kämpft für eure Träume. Die Welt braucht euch und zwar nicht nur, um in die Rentenkasse einzuzahlen. Denkt immer dran, dass auch aus Paradiesvögeln noch was werden kann. Das schlimmste Beispiel, naja, ihr wisst ja. Ach ja, und wegen der Abschlussfeier. Aufgeschoben ist nicht aufgehoben. Das holen wir natürlich nach. Das Motto der Stunde ist, egal ob das Glas halb leer ist, wir sind voll. Küsschen, eure kleine Olivia. All for the money that e'er I had,
I spent it in good company. Of all the harm that e'er I've done, alas, it was to none but me. And since it fell into my lot that I should rise and you should not, I'll gently rise and softly call, good night and joy be to you all. So fill to me the parting glass and drink a health, whatever befalls. Then gently rise and softly call, good night and joy be to you all. Good night and joy be to you all.